Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Channel. Wir sind aktuell hier in Österreich unterwegs, auf so einem Art Trip, genau. Und ich bin heute mal am Hochkönig. Das sind hier so, weiß ich nicht, ein, zwei Flowtrails. Und da gibt es auch nicht so viele Videos drüber. Und ich wollte die einfach mal austesten. Und ich sag ehrlich, es hat jetzt schon einen brutalen Pluspunkt vor Saalbach oder so. Erstmal was den Lift angeht, weil ich zeige euch mal kurz, wie der hier aufgebaut ist. So geil. Also man kann hier sein Fahrrad erstmal einwandfrei reinschieben, ohne Probleme, weil diese Tür breit genug ist für den Lenker. Und du hast hier diese Krallen, die einfach dein Hinterrad festhalten. Das ist so geil. Und Digga, ich finde diese Kabine so babymäßig heftig. Hier unten sieht man auch ein bisschen was von der Strecke. Schaut ganz witzig aus. Ah. One trail. Okay, schauen wir uns mal an. Ist auf jeden Fall beschrieben, dass er sehr kurvig ist. Gleich mal einen kleinen Sprung. Kann man, boah, schöner Anlieger. Alter, das war ja ein geiler Jump. Konnte mal schön double. Boah, ein bisschen zu weit. Ja. Okay, also schlängelt sich. Boah! Gerade nur nach unten. Alter, der Top war höher als gedacht.
jetzt hier. Schönes Holzelement. Oh, brapp. Geil! Oh, eine Holzwallride! Oh. Cool! Alter! Sehr spaßiger Abteil! Wow. Alter! Ja. Boah, Alter! Das ist mal lowig! Alter! Was geht hier? Ja, das ist mal... alles richtig gemacht. Was Low Trail angeht. Ey, ist das hier nicht ein geiler Punkt. Hier kannst du... komplett... wow, offen lassen. Und einiges wieder doppeln. Oh. Also der Flowtrail, boah, ist echt ein geiles Ding. Hey, die Elektrozäune sind bloß ein bisschen tricky. Und jetzt bremst du halt, oh. Alter, das ist wirklich mit Abstand zum eigentlich der beste Flowtrail, den ich hier gefahren bin. Wow, geisteskrank. Und ab zum Lift. Und vor allem hier ist nie was los. Richtig geil. Leute, schmeckt die Schmacke, schmeckt Ehre, Leute, schmecke die Schmacke, die ultimativ schmockt. Oder ganz köstlich, aber auch schmöchtlich köstlich, ja.